habe ich hier die drei wichtigsten Regeln für eine Situationsanalyse aufgelistet. Sie können diese, also drei Regeln als Hypothesen betrachten, die ich jetzt wo ich versuchen werde, Sie davon zu überzeugen, dass sie richtig sind. Nicht? Die erste ist, zu einer Analyse gehört auch eine Synthese. Man muss Alternativen berücksichtigen und man muss die wichtigsten Regeln verstehen. Nicht? Sie mögen sich fragen, ja, hier, das ist ein Kongress über Future University, Situationsanalyse, das ist ja schon uralt. Warum ist das jetzt überhaupt so wichtig? Nicht? Wenn man da jetzt an VW denkt, wenn die vor ein paar Jahren entschieden hätten, in den USA keine Dieselwagen zu verkaufen, sondern Elektroautos, dann hätten sie praktisch das Geschäft übernommen von Tesla und wären jetzt der größte Autohersteller der Welt. Und leider mit diesen Dieselautos ist das schiefgegangen und jetzt, da haben sie Milliarden für bezahlt, um da wieder rauszukommen. Also, dass das aktuelle ist, dass leider meiner Meinung nach nicht alle Leute genau wissen, wie Situationen analysiert werden. Damit Sie verstehen, wie ich dazu komme, hier diese Präsentation zu halten, zeige ich mal meinen Werdegang. Also ich war 32 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW Hamburg und habe da 14 Jahre im Labor für Verfahrenstechnik gearbeitet. Verfahrenstechnik heißt ja vom Rohstoff zum fertigen Produkt. Und da ging es immer darum, dass die Studierenden in das Labor gekommen sind und mussten da jetzt ein Produkt herstellen, zum Beispiel Schokolade. Dann haben wir oder die haben sich eine große Tüte Kakaobohnen besorgt und dann haben die mit den Maschinen und Geräten, die bei uns im Labor waren, Schokolade hergestellt. Und da habe ich also viel gelernt, wie Methoden durchgeführt werden. Und ich habe auch gelernt, kreativ zu sein, weil wir immer diesen Produktionsprozess nachstellen mussten mit den Mitteln, die zur Verfügung waren. 2003 habe ich gewechselt in das Labor für Ergonomie. Da war das ganz anders. Da waren die Versuche fertig aufgebaut. Und da hatte ich viel mehr Zeit als in der Verfahrenstechnik und habe diese Zeit darauf verwendet, dieses Praktikum zu optimieren. 18 Jahre lang. Das ist ungefähr so, wie wenn die Formel-1-Rennstelle ihr Auto optimieren, ihren Rennwagen. Die kennen jede Schraube und man sagt, die haben jeden Stein umgedreht, wo noch irgendwas rauszuholen ist. Ein entscheidender Punkt in dieser Zeit war, dass ich im Jahr 2008 zwei Bücher gelesen habe, die methodische Entwicklung technischer Produkte von Herrn Lindemann. Der war der Leiter des Instituts für Produktentwicklung an der TU München. Und das andere Buch war von Herrn Denzer, System Engineering. Und da bin ich ein Fan geworden vom Systemdenken. Und das habe ich dann, zuerst, was ist überhaupt ein System? Ein System sind Elemente, ist eine Menge von Elementen, die miteinander in Beziehung stehen. Hier ist das Bild. Und jetzt muss man eben verstehen, dass eine Situation ein System zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Ja, es gibt kein Ding auf der Welt, was vollkommen isoliert existiert, sondern alles steht miteinander in Beziehung. Die Systemgrenze hier kann man selber festlegen und wenn man das System richtig betrachtet, analysiert und versteht,
dann kann man es auch optimieren. Ja, und das habe ich dann angewandt auf mein Labor, also auf mein Ergonomie-Praktikum. Und der erste Schritt ist erstmal alle Elemente aufzulisten. Ja, entscheidend war hier die Studierenden, die ins Labor gekommen sind, der Lehrende, das war ich, die Versuchsanleitung, die ich denen vorher gegeben hatte. Und dann haben sie an den Versuchsplätzen die Versuche durchgeführt. Und dann gab es hier noch andere Vorgaben, die eingehalten werden mussten. Ne? Und die Studierenden sind also mit wenig Ergonomiewissen in das Praktikum reingegangen. Und eine große Sache ist immer, das richtige Ziel festzulegen von so einem System, was soll nachher rauskommen. Aber gut, jetzt können Sie natürlich sagen, hier ja die Elemente auflisten, das ist ja keine große Sache, ist auch richtig, aber manchmal vergisst man ein Element und das kann dann ziemlich schief gehen. Da werde ich nachher noch ein Beispiel für zeigen. Gut, und das Entscheidende ist jetzt nicht, dass die Elemente hier stehen, sondern zu verstehen, welche Regeln jetzt zwischen den Elementen gelten. Ne? Wenn zum Beispiel ich als Lehrender muss die Studierenden respektvoll behandeln, dann muss ich wissen, was ist Respekt. Auf der anderen Seite, ich muss sie auch motivieren, muss ich wissen, wie motiviert man andere Leute. Ja, ich muss die Versuchsanleitung schreiben und zwar so, dass die Studierenden die Versuchsanleitung gut verstehen und dann eben Spaß haben, den Versuch durchzuführen. Und ich muss dafür sorgen, dass die Versuchsplätze ergonomisch gestaltet sind, dass die Studierenden sich voll auf den Versuch konzentrieren können und nicht mit irgendwelchen Sachen kämpfen müssen, die sie vom Versuch ablenken. Also ich muss dafür sorgen, dass die Studierenden sich an den Versuchsplätzen wohlfühlen. Und genau das ist das Schwierige. Und da habe ich also sehr viel Zeit drauf verwandt, diese Regeln zu verstehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, das schreibt das doch mal auf und das habe ich auf einer Webseite veröffentlicht. Ja, meine Webseite ist hier unten, naja, hier ist es nicht drauf. Die heißt www.learnstudywork.org. Und da ist ein Punkt auch, wie man Situationen analysiert. Okay, das war mein Background, wie ich dazu gekommen bin, jetzt darüber nachzudenken, wie man Situationen analysiert. Dann kommt die nächste Folie. Ja, also nochmal das absolut Einfache. Man hat ein System, die Elemente sind vielleicht durcheinander und natürlich ordnet man sie in Gruppen und hat dann Subsysteme. Ja, das ist auch noch nicht so schwer. Das Schwere kommt jetzt. Ich muss diese Subsysteme hierarchisch ordnen. Ja, es gibt das Sprichwort, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und das gilt eben für ein System. Und wenn ich das ganze System verstehen will, muss ich diese hierarchische Ordnung verstehen. Das ist praktisch, man kann das so zusammensetzen wie so ein Puzzle. Ja, wenn man hier die ganzen Informationen hat über die Elemente, hat die schön zusammengeordnet, weiß die Regeln und dann versteht man hoffentlich auch das Ganze des Systems. Das heißt, wenn ich vom Ganzen ausgehe und das System und in die Elemente zerteile, dann ist das ja die Analyse. Und wenn ich den anderen wieder
Weg gehe, um wieder von den Elementen, wenn ich die alle untersucht habe, dann habe ich so viel Wissen, dass ich hoffentlich mit der Synthese das Ganze des Systems verstehe. Und das ist eigentlich ziemlich schwer, weil das Ganze ist nicht eine feste Sache, sondern der Betrachter, also jeder Betrachter kann für sich selber entscheiden, was nun das Wichtige gerade an diesem System ist. Das Ganze, das kann sich auch mit der Zeit verändern. Das früher war bei diesem System der Punkt oder dieses Ziel oder das war so wichtig und jetzt ist das, hat sich das geändert, jetzt müssen wir auf was anderes Wert legen. Ist wieder bei dem Formel 1 Auto, nicht? Die haben vielleicht den Motor immer optimiert und jetzt sagen sie mal, okay, jetzt müssen wir mal um das Bremssystem kümmern, dass wir da besser werden. Ja, also hängt ab von der Zeit. Ein Beispiel, wenn jetzt ein Mord passiert ist, dann geht die Kriminalpolizei auch nach diesem Bild hier vor. Ja, sie sammeln die ganzen Indizien, die sie am Unfallort finden, stellen die Beziehung zwischen den Indizien her, die sie gefunden haben, und versuchen dann vielleicht ein Täterprofil zu erstellen, ja, wer so handelt, und das Ganze des Systems wäre dann, dass sie also hier den Namen des Mörders finden. Ja, das ist das Ziel. Und genau. Und da kann man schon den Punkt 2, wenn Sie sich erinnern, sehen. Man darf sich nicht nur auf eine Alternative festlegen, sondern man muss auch andere Alternativen in Betracht ziehen. Nicht? Wenn die Kriminalpolizei sich nur auf einen Verdächtigen festlegt, dann ist nachher die Gefahr groß, dass sie die ganzen Indizien hier so interpretiert, dass er der Schuldige ist. Und ein paar Jahre stellt sich heraus, ja, er war das gar nicht. Nicht? Dann haben die einen großen Fehler gemacht. Deswegen muss man immer im Kopf haben, welche Alternativen gibt es? Was könnte es noch sein? Ja. Und dann, wenn alles zusammenpasst, dann sagt die Kriminalpolizei, okay, jetzt passt alles zusammen, jetzt können wir das dem Richter vorstellen und in der Gerichtsverhandlung wird dann entschieden, ob das alles nachvollziehbar ist oder nicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt schon einmal gesagt, der dritte Punkt war, man muss die Regeln zwischen den Elementen verstehen. Nicht? Die Regeln beschreiben, die gelten für die Beziehung zwischen den Elementen. Da habe ich ein weiteres Beispiel. Das ist hier. Das habe ich einmal gesehen, aber gut, ich will nicht sagen, wo. Das heißt, es ging darum, dass in einem Apparat Raps getrocknet werden sollte. Die Firma, die das gemacht hat, hat das immer so gemacht, sie haben von unten heiße Luft in den Apparat eingeführt, der Raps kam von oben und wanderte langsam durch den Apparat nach. Und im Gegenstrom wurde die Luft geführt und hat den Raps getrocknet. Jetzt ist natürlich der Nachteil, hier unten ist das heiß, aber dann kühlt sich die Luft ab und hier oben ist die Trocknung gering. Nun war eben die Idee, okay, wir bauen noch Heizkörper in diesen Apparat. Und da war eben die eine Variante, dass da so eine länglichen Heizkörper eingebaut wurden. Aber das hat nicht funktioniert.
Warum nicht? Weil bei dieser Konstruktion einfach eine Regel nicht berücksichtigt wurde. Die Regel heißt, beim Trocknen eines Gutes muss man immer darauf achten, dass das Gut gleichmäßig getrocknet wird. Ja, wenn man jetzt sich hier vorstellt, der Raps kommt von oben und hier ist ja keine Mischung drin in dem Apparat, da wandert der eine Teil des Rapses immer hier an der Heizung entlang. Der Teil ist richtig heiß und gut getrocknet, aber das, was in der Mitte zwischen den beiden Heizkörpern nach unten wandert, wird nicht getrocknet. Also hatte dieser Apparat kein Erfolg. Und wenn man diese Regel eben berücksichtigt, gleichmäßig trocknen, dann kommt man zu so einem Aufbau, dass hier querlaufende Heizrohre sich in dem Apparat befinden. Und wenn jetzt meinetwegen auch ein Teil von dem Raps hier in der Mitte läuft, dann kommt es hier mal auf so einem Rohr, läuft da rum und hier unten wird es nochmal, ne, wenn man das jetzt hier ein bisschen enger zeichnet, dann wird der gesamte Raps schön gleichmäßig getrocknet. Und der ganze Fehler war, dass man diese eine Regel nicht angewandt hat, nicht berücksichtigt hat, das gut gleichmäßig zu trocknen. Ja, gut. Jetzt habe ich hier ein anderes Beispiel. Und das geht darum, wie eine Notfallsituation analysiert wird. Nicht? Wenn Sie das jetzt sehen, dann werden Sie wieder sagen, ja, ist ja einfach. Aber jetzt suchen Sie mal im Internet, ob Sie irgendwo so ein Bild finden. Ja, ich habe es nicht gefunden. Das Problem ist jetzt, ich habe auch hier nicht sehr, sehr lange gesucht. Nicht? Wenn man hier sowas veröffentlicht, dann muss man 2, 3 Wochen suchen, alle Dokumente lesen, wer hat schon mal sowas gesagt, nicht? Wen kann ich zitieren, der das unterstützt oder der auch schon so eine Idee hatte. Also das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber trotzdem wollte ich das hier vorstellen. Nicht? Wir haben hier einen Ort von einem Notfall. Ach so, und ich wollte die Wichtigkeit betonen an dem Beispiel von dem Ahrtal. Ja, da war ja die große Überschwemmung und da gab es hier die Einsatzleitung, die saß zusammen. Nicht? Der Ort des Notfalls ist dann das Ahrtal. Und die mussten jetzt entscheiden, ob sie eine Katastrophenmeldung oder Warnung rausgeben oder nicht. Ja, und die haben eben, soweit ich das gelesen habe, hier auf den Wetterbericht oder das Wetteramt gewartet und immer von denen erwartet, dass sie sagen, ja, wie hoch wird die Flut denn? Ja, und natürlich das Wetteramt konnte das nicht so ganz genau voraussagen. Und dann hat die Einsatzleitung immer gezögert, gezögert, gezögert und nachher war es zu spät. Nicht? Wenn die jetzt hier das System verstanden hätten, dann hätten sie, das stand auch in der Zeitung, hätten sie mal die Leute gefragt, die im oberen Teil der A wohnen, oder hätten da vielleicht irgendjemand angerufen und hätten den gefragt, ja, wie ist die Situation bei euch? Und dann hätten sie noch, wenn sie da die Meldung gekriegt hätten, oh, das sieht wirklich schlimm aus, dann hätten sie die Leute, die unten an der A wohnen, noch warnen können. Ja, also ist das schon wichtig, ein Verständnis von dem System zu haben. Nicht? Das heißt, genau, vielleicht hätte es noch Leute geben können, die auch noch helfen können, beziehungsweise sie hätten diese Rettungskräfte alarmieren müssen rechtzeitig. So, und jetzt muss man wieder die Regel verstehen von dem Verhältnis von den Verunglückten, Gefährdeten zur Einsatzleitung. Ja, wenn ich jetzt die Einsatzleitung
wäre, dann denke ich mir, okay, es gibt drei Alternativen. Ja. Einmal, das Hochwasser wird so gering und richtet keinen Schaden an. Ja, okay, das war schon unwahrscheinlich. Das hat schon das Wetteramt ausgeschlossen. Dann die zweite Alternative, das Hochwasser wird so hoch, richtet Schaden an, aber ist noch so im normalen Bereich, ist nicht so schlimm. Ja, und die dritte Alternative, natürlich so wie es auch gekommen ist, es kommt zur Katastrophe. Und wenn ich jetzt Mitglied der Einsatzleitung wäre, dann wäre für mich ganz klar gewesen, also das dritte darf auf keinen Fall passieren. Es darf nicht so sein, dass es zu einer Katastrophe kommt und wir haben keine Warnung rausgegeben. Ja, wenn das so ist, wir geben eine Warnung aus und es ist Alternative 2. Es kommt zu Überschwemmung, aber nicht so schlimm. Dann werden die Leute auch schimpfen, ja, ihr habt uns da falsch gewarnt, ist gar nicht so schlimm geworden, ich war die ganze Nacht wach. Okay. Diese Alternative ist nicht so schlimm wie die andere, so wie das jetzt passiert ist. Ja. Also was ich hiermit sagen wollte, sich so ein Bild zu machen, so eine Vorstellung von dem System zu haben, wer an einer Notfallsituation beteiligt ist und welche Regeln es da gibt, das ist sehr wichtig. So, jetzt gucke ich mal auf die, ich habe schon viel gesprochen. Gut, jetzt bin ich mit meiner Präsentation fertig. Ja, gibt es schon viele Fragen oder? Vielleicht jetzt würde ich gerne den Raum öffnen. Gibt es Fragen seitens der Teilnehmer? Wenn Sie auch, ja genau, also dann einfach bitte in den Chat schreiben. Ansonsten, wenn keine Fragen kommen, würde ich vielleicht auch gerne mal eine Frage stellen. Ja. Und zwar, wir reden ja über Digitalisierung in der Lehre. Oder das ist ja auch das große Thema. Können Sie uns vielleicht, vielen Dank erstmal auch für das, was Sie berichtet haben zum Analysieren von Situationen. Können Sie uns vielleicht auch nochmal geben, wie man das vielleicht auch nochmal auf eine digitalisierte Lehre oder ein digitalisiertes Studium auch übertragen kann? Ja, also erstmal wollte ich darauf hinweisen, dass ich das ja hier auf meiner Webseite veröffentlicht habe, in der Hoffnung, dass möglichst viele Leute das lesen und auch anwenden. Und ja, leider ist meine Meinung so, nicht, wenn man das schon mal nicht analog gut macht, dann wird das digital auch nichts. Ja, das man muss die Basics richtig verstanden haben und dann kann man dazu übergehen, das digital zu präsentieren. Ja, ich habe ja auch jetzt Vorlesungen gehalten in den letzten Jahren. Achso, habe ich vergessen zu sagen, seit August bin ich in Rente. Und dann habe ich immer kurz das jetzt so vorgestellt, nicht? Wenn das jetzt hier eine Vorlesung wäre, hätte ich das vorgestellt und dann hätte ich eine Aufgabe gegeben und die Studierenden sollen das mal selber irgendwas bearbeiten. Ja? Das heißt, wenn ich das hier vortrage, dann kann ich sie eigentlich nicht überzeugen, es sei denn, sie wussten das schon vorher. Ja? Das ist, wenn man jemand überzeugen will, dann muss der das selber ausprobieren und selber den Erfolg sehen, dass die Art und Weise zu denken zum Erfolg führt. Ja, Herr, jetzt muss ich gerade mal gucken. Herr Driva schreibt zum Beispiel, die Situationsanalyse zu verstehen als Future Skill. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Ansatz, dass wir gucken müssen auch es ist einfach auch ein wichtiges Prinzip ist, die Situationsanalyse stärker auch in die Bild als Inhalt der Bildung rein in die Hochschulbildung zu
implementieren und das auch verstärkter sozusagen auch mit den Studenten auch zu üben, damit sie es später auch anwenden können. Ich denke, ja. Es ist so gemeint auch. Es gibt so eine Diskussion, dass die Leute sagen, okay, das ist ja Situationsanalyse, Problemlösung und so. Das sind so Skills, die helfen nicht wirklich. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Wissen. Ja, aber dieser Meinung bin ich nicht. Wenn man nicht ausprobiert und nicht das Wissen anwenden kann, nützt das beste Wissen, dann ist das totes Wissen. Und wenn Sie sowas wissen, wie diese Analyse geht oder wie man Probleme löst, dann können Sie das viel besser ausprobieren. Das ist meine Meinung. Genau, die Frage ist sozusagen, wenn wir jetzt auch über Digitalisierung reden, dann nochmal auch zu gucken, wie kann man vielleicht das auch technisch nochmal oder in digitaler Form auch bestmöglich den Studierenden dann ja beibringen und das Wissen auch entsprechend zur Verfügung stellen und sozusagen sehr agil auch diese Situationsanalyse auch selbst vornehmen lassen. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mal schnell meine Seite zeigen dürfte. Moment. So. Genau, noch ganz kurz, 2 Minuten haben wir noch. Ich weiß. Warum geht das jetzt nicht? Oh. Einmal Screenshare machen, bitte. Ja, da klicke ich drauf, aber ach so, da muss ich. Gut, aber es geht nicht. Ansonsten, vielleicht können wir die Seite dann noch mal ganz kurz, Herr Simon, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz die Seite ansonsten in den Chat schreiben, sodass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, dann noch mal auf Ihre Seite zu schauen? Ja, genau. Also da habe ich das digital aufbereitet, aber es ist einfach, das ist einfach geschriebene Text mit schönen Bildern. Nicht, dass auf der Seite steht auch, wie man einen Text schreibt. Ja, wenn Sie eingeben bei Google, how to write a text, dann bin ich an Platz 2 in der Welt. learnstudywork.org. Moment, jetzt muss ich das, ist schon da, ja. So, dann haben alle Teilnehmer auch nochmal den Hinweis und können nochmal auch die Homepage besuchen. Ja, ich würde vorschlagen, sofern keine Fragen mehr kommen, möchte ich mich ganz herzlich für Ihren Beitrag bedanken. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich ja sonst im Nachhinein noch an Herrn Simon auch direkt wenden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme und noch viel Spaß beim UFF. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch. Tschüss.